Hey, Grufti, leg mal einen Zahn zu. Neben dir kommt einem nur Schnecke ja vor wie ein Zwölfzylinder. Nee, Junge. Ein Zylinder setz ich bin ich auf, verstehst du? Nur weil die Mathilde Geburtstag hat. Das wäre ja noch schöner. Die kriegt eine Platte. Na, und damit passt er. Na klar, deshalb sind wir ja hier, Opa. Eine Scheibe von Mixed Emotion, das bringt's. Mit Ravi Deutscher. Mit wem? Na, mit Ravi Deutscher. Deutscher? Hoffentlich kann der auch Deutsch, verstehst du? Denn ich meine, für das englische Zeug sehe ich sowieso kein Geld aus. Aber meine Mathilde, wa? Die schwärmt für Heino. Und den kriegt die auch. Heino? Ach, kennen Sie wohl nicht, wa? Sehen Sie, das ist Kultur. Ich singe Ihnen das mal vor. Blau, auf, blau, macht der NC. Ja, ach, der ist doch immer blau, blau, blau. Blau? Der ist überhaupt nicht lau. Der ist ja nicht lau. Das ist ein ganz netter Kerl. Papalapap, alter Drafi wird gekauft. Erinner dich doch mal an. Marmorstein und Eisen bricht. Bricht? Was bricht? Na, Marmorstein. Kenn ich nicht. Aber ich meine, wenn du denkst, dass Mathilde das gefällt, dann wird das doch hier in dem Laden eine Platte geben, wa? Wo die Beete drauf sind. Na, ich meine, der Heino und dein Marmorstein. Du hast doch einen Triller unterm Body. Nee, hab ich nicht. Eine Platte, wo die beiden drauf sind, die gibt's nicht. Wetten das? Entschuldigen Sie, meine Herren, dass ich mich einmische. Natürlich gibt's das. Beide auf einer LP. Ihr Heino. Mein Heino? Ja. Und mein Drafi? Der auch. In dieser Geschenkbox. Ja, und das ist die Geschenkbox mit den beiden Langspielplatten, die Benefizplatte der ARD Fernsehlotterie. Ich bedanke mich bei unseren beiden Startschauspielern HC, Heino und Drafi Deutscher. Schön, dass ihr das mitgespielt habt. Fantastisch. Kommt bitte ein bisschen mehr zur Mitte. So, wieder entkleidet. Also ich finde es ganz toll, dass ihr mitgemacht habt. Aber zunächst wollte ich noch die Platte hier ankündigen. Die schönsten Melodien der Welt sind da drauf. Noch weitere Weltstars außer Drafi und Heino. Nämlich, Heino, wen haben wir hier? Ja, das ist einmal ABBA und Tom Jones. Dann haben wir Elton John und wir haben Luciano Pavarotti. Also ihr seid in guter Gesellschaft. 5 Mark gehen an das Deutsche Hilfswerk. Kommen also Bedürftigen zugute in dieser Geschenkbox. 2 Langspielplatten. Ja, jetzt werden Sie natürlich fragen, wie kam es zu dieser seltsamen Paarung? Denn die beiden werden ja jetzt als Höhepunkt auch noch im Duett singen. Also ich will gestehen, ich habe das in einem Zeitschriftinterview gelesen, da wurde Drafi Deutscher gefragt, würden Sie auch mit Heino singen? Und was hast du gesagt? Ja, habe ich gesagt. Ja, und dann haben wir ihn gefragt und haben beide Ja gesagt. Und so machen sie es jetzt auch. Und jetzt im Duett. Erweitert um Ellen Lohr am Saxophon. Das ist die Überraschung. Sie spielt Saxophon. Heino und Drafi Deutscher im Duett. Dankeschön. Ich heb's euch auf. Weine nicht, wenn dein Lied ich sing. Das kommt drauf an. Weil's der goldenen Eins ich bring. Na, fest ein letztes Mal, was dann kommt, ist mir egal. Du bist alles, wenn ich dich verliere, dann bleibt mir nichts mehr. Nimm unsere Träume und dann geh, sage nicht, ich soll verstehen. Du bist alles, jetzt gehst du. Und alles ist vorbei. Caramba, Carambo, ein Schiff. Caramba, Carambo, ein Schiff.
Stein, das war deins. Wir drei musizierten zusammen im Dienste der goldenen Eins. Heino und Grafi Deutscher und als Saxophonsolistin die Rennfahrerin aus der Formel 3, Ellen Lohr.